Und damit herzlich willkommen zurück bei Lara Croft 2 bzw. Tomb Raider 2 Staring Lara Croft Remastered bzw. Safe Raider. Und wir haben ja endlich den Tempel geschafft. Jetzt ist die Frage, wo sind wir denn hier? Kann ich da drauf? Ja, ne? Okay. Die Stimmen haben nicht aufgehört. Okay. Da könnte ich, kann ich auch, warte mal. Hier. Oh Gott, es ist so gruselig, ne? Wo sind wir denn eigentlich hier gelandet, sage mal? Oh. Hallo. Der macht aber nichts, ne? Zumindest noch nicht. Gut. Hier haben wir nichts. Oh Gott, das ist gut. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Da haben wir eine Münze. Aber komme ich von hier vielleicht da drauf? Warte mal, ich speichere mal hier direkt. Die schwimmenden Inseln, genau. Ich hatte nämlich schon mal vorher gespeichert, ne? So. Okay, irgendwas höre ich. Ist das was Fliegendes oder? Hä? Was denn? Was? 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 Hallo? Was ist das denn? Stirbt ihr auch mal? Was? Fliegende Terrakotta, wie heißt es nochmal, Terrakotta-Dinger? Pass auf, dann schnell hier mal das Ding holen. Zack. Und dann einmal wieder darüber. Und dann einmal hier. Wupp. Ich speichere direkt mal. Ach du Scheiße. Ich muss mal direkt andere Knarren auswählen. Was haben wir denn noch hier? Die Uzis. Nehmen wir mal die Uzis. Ach du Scheiße, ja. Leco Mew Funny, Alter. Willst du mich verarschen? Guck mal. Mal schauen. Ob wir den getötet bekommen überhaupt, ne? Ach du Scheiße. Der hält einiges aus. Der hält einiges aus. Junge, 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 Junge. Okay, die Münze haben wir oder was auch immer das war. Oder wieder so eine Maske. I don't know. I don't know. So, und jetzt müssten wir theoretisch dahin, ne? Ah ja, okay. Ja. Warte mal, ich kann auch einfach da drüber springen. Habe ich jetzt gerade gesehen. Ne, wenn wir jetzt einfach so springen. Zack. So, dann sind wir hier. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier wirklich jeden Schritt speichern, weil wir echt schauen müssen, wo wir jetzt lang können, wo nicht. Theoretisch geht das, wenn ich jetzt hier so, dann... Das funktioniert, okay. Hallo. Hier haben wir einen Hebel, machen wir mal. Zum Glück gibt es noch Hebel hier. Ach du Scheiße. Okay. Es ist eine sehr bedrückende Stimmung, ne? Es ist, Hilfe. Und ich warte schon auf den nächsten Jumpscare. So, schauen wir mal, was wir hier machen können. Oh, okay. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ach, du Heilige. Oh Gott. Nein! Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die dann da erwachen. Wir haben doch auch noch den Granatwerfer. Pass auf. Vielleicht haben wir mit dem mehr Glück. Das hat ja bei den Yetis damals, sage ich jetzt einfach mal, ja eigentlich gut geklappt. So. Dann einmal nochmal hier. Zack. Und zack. So, schauen wir mal. Boah, die halten viel aus, ne? Die halten richtig viel aus. Okay, ungefähr 4 pro Einheit. Ich weiß nicht, ob der erste getroffen hatte. Kommen wir denn jetzt hier hoch? Können wir denn jetzt hier hochspringen? Wäre das theoretisch möglich? Weiß das nämlich nicht.
Es wäre theoretisch möglich. Okay, pass auf. Dann muss ich mich mal hier wieder richtig einparken. Ich weiß nicht, ob wir von da irgendwie hochkommen könnten. Nee. Ah, ich hasse das so, ne? Das ist sowas von nervig. So. Ja. Irgendwann greift sie. Irgendwann greift sie. Los, greif jetzt. So, jetzt aber. Okay. Hier haben wir wieder so eine Münze. Was denn? Was denn? Ja, das ist wieder so ein Krieger, ne? Ja, ja. So, hier sind auch nochmal Fackeln. Ich speichere direkt mal. Ach du Heilige, vielleicht können wir den ja von hier oben. Hallo? Trifft er mich denn von hier? Ich weiß es gar nicht. Ja, der trifft mich ein bisschen, ne? Der pieks mich immer ein bisschen. Ich hoffe mal, wenn er jetzt gleich wieder hier hinkommt. So, da ist er. Komm, visiere. Lara, visiere. Ja, ich will es erstmal so probieren, ne? Ich weiß halt nicht... Ja, das dauert aber, ne? Ja. Ja, ja. Mir juckt die Nase. Mir juckt die Nase. Okay, der kommt nicht, ne? Ach. Hallo? Hallo? Okay, pass auf. Ja, ja, das haben wir schon fast gedacht jetzt. Nein, was macht sie denn? Ja, das wird uns jetzt noch ein paar Mal passieren hier, ne? So. Direkt auf die Schnauze. Oh Gott. So, den haben wir. Dann direkt ein Medipack ziehen. Ich nehme mal, pass auf, ich nehme jetzt erstmal ein kleines. Ne, dann haben wir da auch erstmal wieder ein bisschen was und speichern direkt mal. Gut. Das hätten wir. Hallo? Hallo du. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Theoretisch da irgendwie drauf, ne? Ja, 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 ich sehe schon. Achso, ich dachte... Ich dachte, sie rutscht runter. Verdammt. Ich dachte, sie rutscht da runter. Weil so würde das ja... Nee, so würde das keinen Sinn machen. Oder... Komme ich denn irgendwie noch höher? Vielleicht hier, dass ich dann von da aus springen kann? Ne, I don't know. Komme ich da hoch, theoretisch? Yo, und wir haben hier ein Secret. Geil. Aha. Ein grünes. Ah, vielleicht war da oben auch noch eins. Ich weiß es nicht. I don't know. Okay, 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 okay. Ich gehe mal wieder runter. So, zack. Dann speichere ich mal. Dann brauchen wir das Secret gleich nicht nochmal einsammeln. Weil von da kommen wir aber nicht gesprungen. Theoretisch von hier. Wieso hat sie dann aufgehört, sich festzuhalten? Also, ne? Ich habe hier Aktionstaste gedrückt gehabt. Mist, das war zu spät. Ah, ja, wir müssen wieder pixelgenau abspringen. I love it. I love it. So, zack, jetzt aber. Hä, wieso hört sie denn auf da? Wieso hört sie denn auf? Wieso hört sie denn nach einer gewissen Zeit auf, sich festzuhalten? Das frage ich mich. So. Ah, die kann sich da gar nicht festhalten. Ah, ich glaube, die kann sich da gar nicht festhalten. Aber theoretisch könnten wir es so schaffen, oder? Mist, das war wieder zu spät. Ich weiß nicht, ob sie den Sprung auch so schaffen würde. Wenn wir wirklich von da und dann... Nee, 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 nee. Da fehlen wieder ein paar Zentimeter. Wie gesagt, sie kann sich nicht daran festhalten. Ich will mal kurz ausprobieren. Was denn? Okay. Ja, ja. Stirb! Gott. Ja, das funktioniert gut, ne? Okay, pass auf, das funktioniert gar nicht. Ich hab jetzt, ja.
Leider zu viel jetzt verschossen, dann machen wir das einfach so. So, auf die Schnauze, Junge. Dann wäre der auch schon mal weg. So far, so good. Wahrscheinlich von da dann irgendwie, ne? Weil ich hätte jetzt gesagt... hatte ich gespeichert? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube schon, ne? Gerade gespeichert, direkt wieder vergessen. Wenn wir nämlich jetzt von hier wieder... Nee, da komme ich nicht dran. Ach du Heilige. Okay, sie kann sich aber an sowas festhalten. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber da kommen wir so jetzt, glaube ich, nicht mehr rüber. Nee, nee, nee. Da sind wir zu tief für. Der Sprung würde an sich würde ja klappen, wenn wir ein bisschen höher werden. Aber dann müsste sie sich doch theoretisch dann jetzt auch da festhalten. Nee, da hört sie nämlich auf. Da hört sie nämlich auf. Obwohl ich die Aktionstaste gedrückt halte. Ja, da fehlen ein paar Zentimeter. Ich wollte es eigentlich nur noch mal probiert haben. Okay. Das funktioniert nicht. Von da kommen wir ja auch nirgendwo mehr hoch. Mist. Ich dachte, vielleicht kann ich es von da probieren. Jetzt muss ich wieder hier drüber springen, ne? Oh Gott. Das fängt ja schon wieder gut an hier. Nee. So nicht. Ah, ich hatte das. Ich mag solche Level nicht, wo halt, ne, wo du halt wirklich pixelgenau springen musst und du halt darunter nirgendwo. Ah, jetzt habe ich es wegen der Pflanze nicht gesehen, aber ich glaube, wir kommen da so auch nicht rüber. Wo du halt nirgendwo halt hinspringen könntest, wenn du mal runterfliegen solltest. Das war auch schon wieder scheiße. Ach. Kackblume hier. Nee, nee, das ist, nee, das funktioniert nicht. Gut. Ich probiere es vielleicht nochmal von hier. Wenn ich jetzt da drauf springe, da hatten wir ja das Secreto. Aber warte mal, vielleicht. Das könnte vielleicht funktionieren, ne? Da kriegen wir zwar Schaden, aber... Ich weiß halt nicht, wie viel Leben wir abgezogen bekommen würden, aber wir müssten eigentlich von der Höhe da oben dann drauf landen. Nee, weißt du was? Weißt du, warum sie sich da nicht festhält? Da ist eine Alpha-Wand vor. Da ist eine Alpha-Wand vor. Weil wir hätten das nämlich so jetzt geschafft. Ja, hier. Nee. Ah, gucke mal. Was haben wir denn hier? Oh Gott, Alter, dieses Grün, ne? Aber ich glaube, wir kommen da gar nicht weiter. Nee. Aber ich glaube, ist da ein Hebel? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Nee, hier ist kein Hebel. Da ist einer. Ah, schau mal einen an. Dann geht vielleicht das Gitter auf. Das Rolltor. Ja, 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 ja. So. Da habe ich, glaube ich, auch gerade noch einen Eingang gesehen, ne? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich speichere hier einfach mal. Pass auf. Ja, das habe ich mir gedacht. Nochmal so. Hatte ich hier nicht was? Nee, doch. War nichts. Okay. Ich dachte, ich hätte da noch einen Eingang gesehen, aber da war nichts. Siehst du, jetzt sind wir nämlich hier. Ah. Okay. Der Sprung, der sieht sehr unmöglich aus. Ach du Scheiße. Nee. Da müssen wir nochmal einen Pixel weiter rennen. So. Nee, auch nicht. Ach, ich hasse das. Ich hasse das. Jetzt aber. Ach du Scheiße.
Junge, 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 willst du mich verarschen? Das war aber jetzt wirklich haargenau, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, da komme ich so nicht hoch. Ich glaube, das ist auch... zu hoch. Von hier dann dahin. Aber ich hätte ja auch von da springen können, ne? Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn, von da zu springen, oder? Oder ist das eigentlich... Das ist egal. Egal, wir probieren es einfach von hier, bevor ich jetzt wieder da zurückrenne. Aber kann sein, dass wir von da... Ja, gut. Ja, gut. Wir haben es trotzdem geschafft. Oh, Junge, Junge. Und jetzt da dran. Alter. Okay, dann haben wir es ja. Dann da hoch und da... Was ist das denn? Der brennende Turm. Ach, guck mal, was da? Da sieht nicht so richtig aus, ne? Ah, sehr schön. Okay. So, jetzt würde ich nämlich gerne hier auch nochmal drauf. Was es mir bringt, ich weiß es nicht. Theoretisch könnte ich jetzt wieder zurück, ne? Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwo ein Secreto ist. Ne, da war nichts. Ja, vielleicht war da ja was, aber... Du was denn? Verarschen? Alter. Die halten sehr, sehr viel aus. Aber das Gute ist daran, dass sie sehr langsam sind. Alter. Die halten sehr viel aus. Ja. Und irgendwann ist die Munition halt, ne? Theoretisch hätten wir auch mit dem Granatwerfer, ne? Der hätte eigentlich dann immer treffen. Getroffen, glaube ich. Treffen. Da liegt noch Munition. Die nehme ich gerne mit. So. Hallo? Munition. Hallo, hallo. Munition. Hä? Was? Sag mal. Ich bin halt echt gespannt, wie sich das in den nächsten Teilen so verbessert. Auch mit dem Einparken und so. Ne? Ich bin echt gespannt auf Tomb Raider 3. Ah, vor allem auch Angel of the Darkness und so, ja. Gut, 53 gespeichert haben wir. Dann packen wir hier schon mal eine mystische Plakette. So. Stand da Plakette oder? Stand da? Ja, mystische Plakette. Okay, habe ich richtig gelesen. Dieses Bild von dem Drachen, ne? Es ist mega gruselig. Hallo? 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 Ich speichere erstmal, ne? Ja, ja, ne? Und dann schaue ich mir das mal hier an. Gut, die Tür müssen wir wahrscheinlich aufkriegen. Da kommt schon wieder so ein Moped angeflogen. Hallo? Ja, ja. Ah, ich dachte erst, der hätte sich jetzt ein Schild gegeben. Ich dachte kurzzeitig, der hätte sich ein Schild gegeben. Ja, Munition. Wir kriegen halt viel Uzi-Munition. Die ist ja nicht schlecht, die Waffe, nur halt, ne, ein bisschen... Für die, glaube ich, noch ein bisschen zu schwach. Was ist das denn? Okay. Okay, okay, okay. Da ist noch ein Secret. Guck mal, habe ich genau gesehen. Wie kommen wir denn da hin? Vielleicht von... Ja, von da oben vielleicht? Da ist nämlich Nummer Uno. Ach, guck mal, hier ist auch noch Munition. Ah, schau mal eine an. Automatische, meine ich. Aha. Und da kann man auch nochmal reingehen. Na? Oh. Es ist zum Glück nicht dunkel. Ich hoffe... 60 Fackeln, Alter. Da sieht man, wie gut wir die benutzt haben, ne? Da sieht man einfach, wie gut wir die benutzt haben. Ah. Ah. Das ging ja einfach. Aha. Das ging ja jetzt echt einfach.
Ich dachte vielleicht, da kommt noch irgendwie eine Falle, aber ich glaube, wir haben erstmal das mit den Fallen durch, ne? Ah, Alter, der Tempel, der war ja voller Fallen. So, werf mal weg den Kack, den brauchen wir jetzt nicht.